Hallo und herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das, was in den vergangenen Jahren zum urheberrechtlichen Schutz von Film oder Musik unternommen wurde, ist für den Kunden alles andere als optimal. Schließlich ist nicht jeder Kunde von Online-Shops gleich ein böser Raubkopierer. Ich finde, wenn ich ein Produkt kaufe, sollte es auch möglich sein, dass ich über die Art und Form der Datenweiterverarbeitung selbst entscheide. Und genau das ist jetzt mit den neuen digitalen Wasserzeichen, die derzeit im Fraunhofer-Institut entwickelt werden, zukünftig möglich. Endlich eine Lösung für einen kundenfreundlichen Urheberschutz? Das möchte ich genauer verstehen. Herr Dr. Martin Steinebach, wie kann ich mir die Funktion der digitalen Wasserzeichen genau vorstellen? Letztendlich die digitalen Wasserzeichen verändern ein Medium dergestalt, dass ich danach eine Information aus diesem Medium wieder auslesen kann. Also ich habe hier mal unser Image-Watermark aufgemacht, weil einfach Bilder immer so am intuitivsten sind. Wir können hier also jetzt einfach mal eine Bilddatei öffnen, das ist hier ein Beispiel. Und wenn ich jetzt eben dieses Bild zum Beispiel jemandem zur Verfügung stellen möchte, dann könnte ich jetzt hier das Wasserzeichen einbetten, habe hier verschiedene Parameter, die ich verwenden kann. Mhm. In dem Fall, wir haben jetzt ein Demo, da bette ich als Textinformation einfach nur mal Demo ein, drücke auf Einbetten und dann entsteht hier jetzt eine markierte Kopie. Okay. Und diese markierte Kopie unterscheidet sich nicht vom Original eigentlich für den Betrachter, aber wenn ich jetzt quasi die Kopie irgendwo finden würde, würde ich wieder meinen Wasserzeichendetektor starten, würde das Bild anschauen und mir zeigen, Demo. Und hier könnte jetzt eben genauso gut Rechnungsnummer 2312 oder was auch immer stehen. Ja? Und das Wichtige ist wirklich, das Bild selbst ist immer noch ein JPEG-Bild, das wird nicht größer und nicht kleiner und es sieht noch genauso aus. Also ich kann auch gerne einfach mal das Originalbild dazustellen, das müsste hier. Und jetzt sieht man schon so ein bisschen noch so die Reste von diesem Bild, das wir da vorher gesehen haben. Ja. Und dieses Rauschen, das ist jetzt letztendlich das Wasserzeichen. Also diese leichten Veränderungen im Bild, die bringen dann eine Art Rauschsignatur in das Bild ein, das mit dem richtigen mathematischen Algorithmus wieder auf diese eingebettete Nachricht zurückschließen lässt. Digitale Medien werden immer mehr dazu verwendet, um Meinungen zu bilden. Wir haben heute Zeitungen, die online abgebildet sind. Wir haben sehr schnelle Lebenszyklen von Informationen. Mhm. Irgendwo auf der Welt passiert was und 5 Minuten später sind die ersten Bilder in irgendeinem Blog oder in irgendeinem Online-News-Journal. Genau. Und das haben wir in der Vergangenheit ja sehr oft erlebt, dass tatsächlich durch bewusste Manipulationen diese Nachrichten aufgebauscht worden sind. Wir glauben einfach, dass so die Frage, ob man digitalen Medien in der Zukunft noch vertrauen kann, eine ganz wichtige Frage ist. Und die versuchen wir eben technisch zu lösen. Und dafür entwickeln wir Wasserzeichenverfahren, die eben digitale Medien so schützen, dass sie, wenn sie manipuliert werden, diese Manipulation immer wieder aufzeigen können. Also wir haben hier ein Beispiel von einem Kollegen von mir, das ist für digitale Bilder. Wir haben jetzt hier eine Manipulation und unser digitales Wasserzeichen, das ist ein Authentifizierungswasserzeichen, kann jetzt hier, wenn ich die Detektion starte, genau feststellen, wo die Manipulation stattgefunden hat. Das heißt, es sieht, dass ich hier eben an dieser Stelle diese Person rausgeschnitten habe. In der Praxis ist es meistens so, dass wir Kunden in Online-Shops oder im Promotion-Bereich haben und da muss das Markieren sehr schnell gehen. Das heißt, wir haben normalerweise 2-stufige Verfahren. Wir haben eine Vorbereitungsphase, da wird das Wasserzeichen vorbereitet, wird eine Zwischendatei gespeichert. Das dauert dann im Audio zum Beispiel ungefähr so lang, wie die Spieldauer von so einer Audiodatei auch ist. Und danach können wir mit einem speziellen Algorithmus in sehr hoher Geschwindigkeit die individuellen Markierungen ausspielen. Okay. Das heißt, unser Kunde wird normalerweise hergehen, wird seine Musik, die er in seinem Online-Shop beispielsweise verkaufen möchte, einmal vorverarbeiten, stellt dann ein kleines Stück Software und die vorbereiteten Audiodateien in seinen Internet-Shop ein. Und wenn ein Kunde die Datei dann kauft, dann sind die eben on the fly markiert und jeder Kunde bekommt dann eine individuelle Markierung und dann kann eben jeder, der nach seinen Werken im Internet sucht, die wieder runterladen und dann diese Markierung auslesen und eben rausfinden, zu welcher Rechnung das Ganze gehört. Cool, damit kann ich was anfangen.
Dass ein Song durch ein persönliches Wasserzeichen als Kopie zu mir zurückverfolgt werden kann, ist für mich völlig unproblematisch. Schließlich geht es nicht darum, jemanden um seine Einnahmen zu prellen. Aber abspielen, experimentieren und auf unterschiedlichen Geräten konsumieren, sollte man die Medien schon dürfen, oder? Digitale Wasserzeichen. Für mich ein Stück wiedergewonnene Konsumentenfreiheit.